Es ist Heiligabend. Ihr seid heute im kleinen Kreis beisammen. Für viele ist das der schönste Abend im Jahr. Diesmal ist der Kreis bei euch vielleicht kleiner. Nicht alle haben sich getraut. Einige von euch haben vielleicht 5 Tage freiwillige Quarantäne hinter euch, um die Verwandten zu schützen. Wir melden uns auf eurem Bildschirm, damit die Weihnachtsbotschaft auch ankommt, wenn nicht so viele in der Johanneskirche sein können wie sonst. Ihr könnt den Text nehmen und ihn einfach vor der Bescherung mit verteilten Rollen lesen. Oder ihr schaut euch im Video an, was wir draus gemacht haben. Gott wird kommen. Er muss immer wieder neu kommen. In diese Welt, in diese Zeit, zu uns und auch zu unseren Freunden und Nachbarinnen und zu denen, die wir nicht kennen. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium erzählt uns, Gott kam zur Welt. Jesus kommt in unsere Zeit. Er ist mitten unter uns, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind. Und er ist recht da, wo jemand am Heiligabend alleine ist. Wir sagen euch an den lieben Advent. Der Text von Maria Ferschel, die Melodie von Heinrich Rohr, 1954. Herzlich willkommen zum Online-Krippenspiel der Evangelischen Johanneskirchengemeinde Bonn-Duisdorf. Viele Gemeindemitglieder haben Audio-, Video- und Bilddateien eingebracht. Ein echtes Gemeinschaftswerk. Und sie dürfen es, du darfst es erleben. Halleluja! Weihnachten und Corona. Dieses Jahr ein sehr starkes und doofes Thema. Erst hieß es ja, man darf zusammen feiern, dann wieder nicht. Und jetzt steht es auch fest, man darf nicht zusammen feiern. Was ziemlich schade ist. Weil bei meiner Familie war es zum Beispiel immer so, dass wir uns jedes Weihnachten getroffen haben und dann zusammen gefeiert haben, gegessen und Geschenke ausgepackt haben. Was ja dieses Jahr nicht geht, was ziemlich schade ist. Aber dafür wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder besser und trotz dessen, auch wenn man sich nicht mit der Familie treffen darf, wird man trotzdem ein wunderschönes Weihnachtsfest haben, was ich zumindest hoffe. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, hoffe, ihr bleibt alle gesund und lasst euch schön beschenken. Ciao! Lassen Sie sich für Weihnachten was Kreatives einfallen, treffen Sie sich nicht mit Freunden, auch wenn es Ihnen noch so schwer fällt. Dieses Jahr ist ein sehr besonderes Weihnachten
Aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechteres Weihnachten sein muss. Bleiben Sie stark, bleiben Sie zu Hause. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen. Verschoben ist nicht aufgehoben. Wegen der aktuellen Situation können wir dieses Jahr nicht so Weihnachten feiern wie sonst. Aber ich denke, dass nächstes Jahr wieder besser wird. Bis dahin muss man sich mal zusammenreißen und aushalten. In diesem Jahr können wir Weihnachten nicht normal mit unseren Freunden und der Familie feiern. Wir müssen Masken tragen und Abstand halten. Für alle ist dies eine schwere Zeit. Doch wenn wir uns nicht an die Maßnahmen halten, wird das Ganze nie aufhören. Also seid euch der Verantwortung bewusst, die ihr tragt, wenn ihr euch mit anderen Leuten trefft. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. O Heiland, reiß die Himmel auf. Komponiert von Friedrich B., gespielt von Falk Fischer, 14 Jahre. Gott, du kommst zu uns als Mensch, als Kind Jesu. Du hattest auch nur Maria und Josef um dich. Mehr braucht ein Baby auch nicht. Trotzdem kommen zu deinem Geburtstag auch andere. Zuerst Hirten, dann später Weise aus dem Morgenland. Irgendetwas hat sie an deiner Geburt begeistert. Was das war, hilf uns, es zu verstehen. Lass uns bitte auch spielen, dass viele Menschen heute Weihnachten feiern. Einige vermissen wir jetzt in unserem Kreis, aber wir sind mit ihnen verbunden und denken an sie. Amen. Schäfchen, komm zurück. Dieser Platz ist nur für Menschen. Wir sind hier nur die Tiere. Aber das ist gemein. Wir sind Tiere. Wir leben hier auf. Wir sollten viel mehr Rechte haben. Ach, Manu. Ist gut, Schäfchen. Alle dürfen gucken. Komm wieder her. Thank you.
In der Bibel steht die Weihnachtsgeschichte. Sie beginnt mit den Worten: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Du, das ist ja schon lange her. Ich kann mir das schwer vorstellen. Hatten die damals eigentlich auch schon so einen komischen Virus und Krankheiten? Oh ja, das kannten die Menschen damals auch. Krank sein war oft noch viel schlimmer als heute. Zuerst dachten viele, eine Krankheit sei eine Strafe Gottes. Medizinisch gab es noch nicht so gute Behandlungsmethoden wie heute. Und Ärzte leisten konnte sich die fast nur ein Kaiser. Ein König oder eben ein Statthalter. Krankenhäuser gab es nicht, auch keine Apotheken. Ja, aber vielleicht waren die Menschen damals gar nicht so oft krank. Doch, die waren oft sehr krank. Eine Blinddarmentzündung oder eine Mittelohrentzündung bedeutete damals schon den Tod. Es gab zwar kein Corona, aber eine Form von Grippe, dann Malaria, Typhus, Cholera und noch ganz, ganz viele andere Krankheitserreger. Und sie wussten darüber nicht gut Bescheid, wie das entsteht und wie man das vermeiden kann. Oft halfen nur Hausmittel. Damit kannten sich vor allem die Mütter gut aus. Mutter, das ist das Stichwort. Wenn es um Jesu Geburt geht, dann muss ja auch die Mutter drin vorkommen. Genau, Maria war ja die Mutter von Jesus. Sie war mit Josef verlobt. Augustus hatte eine Volkszählung zur Steuerüberprüfung angeordnet. Jeder musste dorthin, wo er geboren worden ist. Ich müsste dazu nach... Josef und Maria mussten eben nach Bethlehem. Dort fanden sie aber keinen Platz in einem Hotel, weil zu viele unterwegs waren. Also mussten Maria und Josef in einen Stall zu Tieren. Sie brauchten wenigstens etwas Schutz und konnten nicht draußen bleiben, da ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die Wehen der schwangeren Maria einsetzten und das Kind geboren wurde. Bei deiner Geburt war das anders. Da konnten die Ärzte schon ausrechnen, wann ungefähr der Geburtstermin war. Und da waren wir auf alles vorbereitet. Wir gingen in ein Krankenhaus, damit alles gut geht bei deiner Geburt. Maria hatte keine medizinische Hilfe. Gott sei Dank ist auch damals bei der Geburt Jesu alles gut gegangen. Mehr erzählt die Geschichte nicht. Stattdessen ist interessanter, wer als erster von der Geburt dieses besonderen Kindes Jesu erfährt. Ihr wisst es, wer das war, oder? Hirten! Genau, es waren Hirten auf dem Feld. Sie mussten im Freien bleiben, bei ihren Schafen, damit denen nichts passiert. Aber sie waren so arm, dass sie sich ein Hotelzimmer auch gar nicht leisten könnten. Den Hirten geht es in der Geschichte damals so wie den Obdachlosen oder aus ihrer Heimat Geflüchteten heute. Sie haben kein festes Zuhause mehr. Was ging denen wohl an diesem Abend vor den Toren von Bethlehem durch den Kopf? Ich glaube, die machten sich viele Sorgen. Stell dir mal vor, es ist ein Hirte dabei, noch gar nicht alt, der ist krank. Er hat Fieber und Husten. Was könnten die anderen Hirten, wir anderen denn für ihn tun? Wärmen, schlafen lassen, Tee geben, mehr können sie nicht tun. Da haben wir heute doch wirklich bessere Möglichkeiten. Wir können Medizin in der Apotheke kaufen, wir können zur Ärztin gehen. Die stellt fest, welche Krankheit es ist und wie sie behandelt werden kann. Wenn es ganz schlimm wird, können wir ins Krankenhaus, werden bei Husten und Atemnot sogar auf der Intensivstation beatmet, um wieder Luft zu bekommen. Wir müssen nicht draußen schlafen, sondern können uns in einem warmen Bett ausruhen. Ja, und was ist es denn jetzt mit der Geburt von Jesus zu tun? Das kommt jetzt. Wer möchte der Engel sein? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren werden. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das hat zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Lukas, der dieses Evangelium mit der Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat, war selbst auch Arzt. Aber wohl einer, der den Körper und den Geist und die Seele der Menschen gleichzeitig ansehen wollte. Heiland ist ein großes Wort für einen Arzt, der mehr sieht als den Körper. Auch wie man sich im Ganzen fühlt, und ob man eine Hoffnung in sich hat.
Einen Heiland geht es nicht nur um den einzelnen Patienten, sondern darum, dass die ganze Welt und alle Menschen heil werden. Auch die Tiere gehören dazu. Ochse, Esel und Schafe haben auch etwas zu erwarten. Auch Pflanzen und Luft und Meere gehören dazu. Die ganze Natur. Und ein Heiland macht Kranke heil durch eine größere Hoffnung. Ihm geht es nicht um die Verlängerung unserer Lebenszeit hier auf der Erde, sondern auch um das, was danach kommt. Das Paradies, das ewige Leben. Wer diese Hoffnung in sich trägt, wird in unserer Zeit schon heilen. Auch wenn unsere Ärztinnen und Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind. Der Heiland steht für viel mehr als für Gesundheit. Ihm geht es um paradiesischen Frieden in der Welt, um echte Gerechtigkeit und dass das Dissen mal aufhört. Im Wort Heiland steckt viel drin. Wir können heute, 2020 Jahre nach Jesu Geburt, schon viel besser mit manchen Krankheiten umgehen. Wir helfen uns gegenseitig. Wir forschen und wissen mehr über Krankheiten. Wir haben Medikamente oder Impfstoffe, um sie zu bekämpfen. Und wir haben mehr Wissen darüber, auch Krankheiten zu vermeiden. Wenn der kranke Hirtenjunge damals nicht ein armer Hirte gewesen wäre, sondern der Sohn des Königs oder Kaisers, hätte ihm damals schon ein Arzt helfen können, da sich Könige einen Arzt leisten konnten. Hirten nicht. Es war eine andere Zeit. Heute ist trotz Corona bei uns vieles schon heiler und besser, wenn auch nicht perfekt. Dafür dürfen wir dankbar sein. Jesus hat übrigens noch einen anderen Namen. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Wir haben immer besser gelernt, mit Krankheiten zu leben, weil wir diese Hoffnung haben. Sie stellt unser kleines Leben in einen größeren Zusammenhang. Unsere Liebsten, die nicht mehr leben, gehören da auch mit hinein. Und Jesus ist ja geboren, damit wir eines Tages bei Gott neu geboren werden, zu einem Leben ohne Krankheit. In der Welt haben wir Angst, aber Jesus ist uns vorausgegangen in eine angstfreie Welt ohne Krankheit und Tod. Bloß gut, dass die armen Hirten einen Heiland haben. Gott ist bei ihnen und hilft ihnen. Gott hat sie nicht vergessen. Sie hören, dass sie keine Angst haben müssen. Und das ist gut. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen. Und lässt uns alle das Wunder hier sehen. Das soll geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel. Schein in unserem Blick. Und was uns vorgemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus. Lasst uns beten. Mensch gewordener Gott, du Kraft in allen Schwachen, ermuntere die Enttäuschten dieses Jahres, die viele Ideen hatten, die nicht umgesetzt werden konnten. Die Rücksichtsvollen und Geduldigen, die Hinhörenden und sorgsam Abwägenden lässt du zu Ehren kommen. Den Kreativen hast du viel abverlangt. Sei allen nah, dass dein Wille geschehe. Alle Kinder bringst du flexibel und anpassungsfähig auf die Welt. Hilf, dass sie es lange bleiben. Heile, was krank ist in unseren Beziehungen und in unserem Verhältnis zu dir. Stärke jene unter den Kindern, die jetzt eine Stütze ihrer kranken Eltern sein müssen. Deine Liebe mache Nachbarschaften hilfsbereit und Freundschaften tragfähig. Öffne den Sterbenden die Tür zu deinem Licht und heilige ihr Leben. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir im Stillen das Licht finden in uns, finden, was leuchten möchte, was noch zum Ausdruck gebracht werden, was noch leben möchte, da füllt sich allmählich die Kraft und alles beginnt zu fließen. Ich wünsche euch, dass ihr auch im Dunklen das Licht findet. Das ganze Jahr. Auf der ganzen Welt, da leuchten Kerzen und ich wünsche voller Zuversicht zu Weihnachten von ganzem Herzen dir ein ganzes Jahr voll so viel Licht. Überall erklingen Lieder, das ist zu Weihnachten das Schöne. Ich wünsche dir an jedem Tage wieder nur solch sanfte, zarte Töne. Streit verklingt, es wird erträglich, voll Frieden ist die Weihnachtszeit. Ich wünsche dir zum Weihnachtsfest tagtäglich Glück, Ruhe und Besinnlichkeit. Weihnachten von Josef von Eichendorff. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und staunen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, heeresglänzend Hals geschauern, wie so weit und still die Welt. Sternhoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Musik.